bist du auf der Party, weil du Geburtstag hast oder weil andere Gründe? Raus hier! Raus hier! Du kommst nicht vorbei am Türsteher! Bist du der Türsteher? Ja, ich bin der Türsteher. Und ich spieß dich. Du hast ein Einhornhorn! Ja, aber das ist verboten hier. Das war in der Sicherheitskontrolle, war das verboten. Warte, wie geht's los? Komm rein. Okay, auf geht's. Wir fahren nach Hause, oder? Was sagst du? Ja, wir fahren nach Hause, oder? Wir fahren jetzt in den Club. Wir sind. Das war nur die Vorparty. Wir waren nur auf der Vorparty. Jetzt fahren wir zurück. Ich würde lieber nach Hause fahren. Ich werde so langsam müde. Oh, yeah. Wir sind eine coole Gang. Oh, wir sind so eine Art Budget-Motorrad-Gang. Wir haben halt leider keine coolen Gang-Jacken, so Lederjacken, weißt du, wo dann so ein Tigerkopf drauf ist. Mit so, keine Ahnung, Feuer links und rechts und weiß ich nicht was. Ach, was für eine tolle Party. Vielen Dank, dass ihr mit mir nach Hause geradelt seid. Du sagst, warum... Warum ziehst du nicht irgendwo hin, wo es nicht so gruselig ist? Wo ist denn das hier gruselig? Das ist super. Wir haben flauschigen Teppich, aber... Die ganzen nicht gruseligen Häuser waren leider halt zu teuer. Ganz mega schön. Ich meine, das Bett hier, ist es nicht nice? Das so Bett, auf dem Boden? Guck mal, auch mit den ganzen Regalen und meinem Rucksack. Ich finde es eigentlich voll cool, auf dem Boden zu schlafen. Okay, bleibst du über Nacht? Wird es eine Übernachtungsparty? Yay, ich bleibe auf jeden Fall über Nacht. Warum habe ich eine Brille auf? Hast du eine Brille auf? Ja, wo kommt die her? Oh. Was? Oh, genau, wir wollen Snacks holen und zwar bei der Tankstelle die Straße runter. Es ist voll gut. Und das steht Supermarkt, aber die hat immer dran. Noch auf. Und da sind keine Autos. Was ist das für eine Tankstelle? Wir sollen wieder rausgehen. Ich meine, klar, aber wir wollen doch Snacks, oder? So ein paar Chips, ein bisschen Popcorn, Mikrowellenpopcorn. Ich kaufe auch Gummibärchen. Mikrowellenpopcorn ist lecker. Mikrowellenpopcorn ist toll. Ja, das kommt vor. Wäre ich auch. Okay, das heißt, wir radeln zurück. Ich bin ganz rechts das hier? Auf dem Bike. Bist du ready? Ja. Yeah. Alright, guck mal, von hinten sehen meine Haare so hübsch aus, aber von vorne sind sie so hässlich. Ah, ich bin gegen das Auto gerannt. Okay. Warum ist es so dunkel in dieser Nachbarschaft? Es ist wegen den billigen Lichter. Billige ich habe scheinbar einfach eine schlechte Nachbarschaft, in der ich hier lebe. Billige Lichter, billige Wohnung, alles ein bisschen hört ihr das? Irgendwas ist hier los. Oh mein Gott, da war irgendwas. Da war was Rotes. Okay. Was ist Warte, das? Was ist das? Was bist du? Das ist eine Frau. Frau im Kleid. Was? Oh nein, Frau im Kleid. Raumkleid ist böse. Okay, wirklich? Ich glaube. Die ist, glaube ich, nicht so lieb. Sie ist nur so, hey, was mit den Gummibärchen? Nein, ich werde gefressen. Nein, bist du von der Frauenkleid geholt? Nein. Nein. Komm zurück. Aua. Warte, du bist in der Wohnung. Du hast es geschafft. Ich hab ausgespuckt. Oh, Hilfe, was war das? Ich brauche Ruhe. Ja, erstmal. Ah. Alter, das ist voll das coole Sofabett. Ich weiß gar nicht, was alle gegen meine Wohnung haben. Die ist voll cool. Ich trete dich jetzt gegen den Kopf. Hat sie überhaupt Augen? Nee. Ja, und sie waren die schwarz. Die hatte schwarze Löcher als Augen. Oh, Zeit ins Bett zu gehen, Kinder. Das ist scheinbar mein Dad. Ich wohne scheinbar bei meinem Dad. Der Trash-Talk auf die Wohnung und es ist nicht mal meine. Aber wir haben gerade eine gruselige alte Dämon-Lady gesehen. Und er ist nur so, ja, ja. Sicher habt ihr das. Okay. Ihr Gesicht fiel fast ab und sie hatte keine Augen. Ihr habt zu viele... Ihr habt zu viele Gummibärchen gegessen. Easy. Ab ins Bett. Oh. Okay, gute Nacht. Ciao. Ich will auch hier rein aus dem Weg. Hier. Mein Teddy. Wir schlafen alle in dem Bettchen. Wir schlafen alle in dem. Okay, ja. Wir sollen ins Bettchen gehen. Das kriegen wir hin. Ich liege gemütlich im Bett. Nö, ich geh jetzt in das. Mein Bett. Okay. Schlaf gegen die Wand. Einsam, allein. Meine Füße gucken raus. Ich werde von den Monstern geholt. Das ist nicht gut. Oh ja. Hup. Ah, wir träumen. Oh mein Gott. Oh, wir sind in so einer Art Traumland. Wie cool. Oh, ist das ein Traum? Wahrscheinlich. Oh, man kann auch nicht hüpfen. Du darfst nicht auf das Rote springen. Nicht auf das Rote? Nee. Okay. Was? Die Träume sind auch gruselig? Hä, ich finde den gar nicht gruselig. Ich meine, das ist daran gruselig. Das ist schön. Regenbogen. Wenn du vielleicht, wenn du ein Huhn bist oder ein Ei bist, dann bist du so nein. Meine Kinder. Es ist nur ein Traum, nichts kann uns wehtun. Oh, was? Was? Die alte Lady rennt. Hahaha. Ja, wo ist sie? Die kommt wahrscheinlich hinter uns gleich. Meinst du? Darf ich auf das Rote über... Querung. Ja, da darfst du drauf. Oh Gott, warte. Das Spiel. Da werde ich jetzt meine ganzen Robux los. Ich sag's dir. Oh no. Oh no. Aber nachher wird's einfacher. Ist nur der Anfang, der so schwer ist. Ja? Okay. Naja. Dann hoffe ich mal aufs Beste. Ich als Obby-Profi kann dir das sagen. Du als Obby-Profi? Okay. Also einfach die roten Dinger meinen. Ja. Okay. Dann bin ich schon auf den Wolken. Immer sind es Obbys. Immer. Es ist mein Albtraum. Aber wir waren noch nie in so einem Game in der Obby. Das ist eigentlich ziemlich nice. Ja, das ist echt cool. Nein, der Sprung war unmöglich. Ich war am Ende.
Du warst am Ende? Ja, ich war fast am Ende. Okay. Ich bin bei den Wolken wieder gespawnt. Schwierig. Das Ding ist, ich habe nur noch ein paar Sekunden. Juri! Oh, warte, 15 Sekunden nur noch? Oh Gott, das schaffe ich nicht. 13, 12, 11. Oh nein, der Stress. Warte, ich bin nur zweimal gestorben. Nein, jetzt bin ich bei den Wolken runtergefallen. No. Warte. 5, 4. Überlebe ich das, wenn ich mich nochmal revive? 2, 1. Ja, ich bin am Ende. Okay. Was? Nice. Nein, ich bin gestorben. Hey! Oh mein Gott, meine Augen! Okay, scheinbar bin ich gerevived im Raum. Warte, deine Augen sind schwarz. Irgendwas ruft dich. Nein, das ist nicht gut. Nein. Mich auch. Eine Stimme ruft mich nach Hause zu kommen. Ich kann mich nicht bewegen. Meine Augen sind voll normal übrigens, weil ich mich gecheater-revived habe. Ich hab Angst, aber ich will gehen. Ich kann es nicht kontrollieren. Lass uns zusammen gehen. Oh Gott. Och nee, jetzt gehen wir zu der alten Frau. Oh nein, bitte nein. Nicht. Nein. Warte, okay, auf den Fahrrädern immerhin. Komm zu mir, ich bin so einsam. Wir kommen. Nein, komm ich nicht. Ich will nicht hingehen. Stopp. Ich hab leckere Gummibärchen für euch, meine Lieben. Nein. Hört nicht auf die alte Frau. Oh je, nein. Wie oft fahren wir denn diese Straße runter? Bitte nicht. Fahrt weiter. Ich bin so froh, dass ihr bald kommt. Ja, wir können es nicht abwarten, sie zu sehen. Es ist, als ob meine Füße alleine für sich selber Fahrrad fahren. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich auch nicht. Oh Gott. Nein, ist sie da drin? Im Haus, garantiert, oder? Och nee. Ihr seid fast hier, Kinder. Ich kann es fast schon spüren. Oh nein, nein, wir sind bei der gruseligen Hecke. Oh. Oh Gott, da steht... Ich will hier raus. Nein, warum ist da so ein Pentagramm auf dem Boden? Oh Gott, da ist eine Spinne. Was ist das? Gruselig. Ich stelle mich einfach in die Ecke. Ja, warte, können wir hochgehen? Es ist so lange her, dass ich Gesellschaft hatte. Vielleicht könnt ihr für immer bleiben. Ich will nicht für immer bleiben. Ich will raus. Aus dem Fenster? Warte, ich kann die Fenster hochklettern. Was machen wir jetzt? Wir müssen hier raus. Aber... Euch hier euch hier bleiben zu lassen, wäre nicht lustig ohne einen Kampf. Wir müssen weg, wir müssen die Treppe hoch. Treppe hoch. Okay, wir müssen den Window Key finden, damit wir ausbrechen können. Ich habe den Window Key. Hast du? Okay, gut. Okay, oh, so. Schnell. Nein. Geh raus. Oh, warte, komm raus. Aus dem Fenster. Ja. Oh mein Gott, das ist auch mit dem Timing immer schwierig, weil diese Zeit so schnell runterläuft. Ja, total. Krass, okay, wir fahren wieder nach Hause. Oh, deine Augen sind wieder normal. Yes! Oh, ich kann nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Ich auch nicht. Oh mein Gott. Deine Augen sind auch nicht mehr schwarz. Deine waren nicht schwarz. Meine waren nicht schwarz, aber das liegt am Glitch, gebe ich zu. Okay, deine sind auch nicht mehr. Du siehst wieder aus wie ein friedliches, kleines Einhorn. Ja, und du siehst aus wie so ein ziemlich großer Schädel. Ja, selber großer Schädel. Guck mal, immerhin ist mein Haus dafür ein ganz schönes Upgrade, oder? Wir sehen uns bald wieder. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, alte Lady. Okay. Okay, nächstes Mal übernachten wir bei dir, Easy. Nächstes Mal gibt es... Ja, klar. Okay. Ich frage meine Mama, vielleicht kann ich für immer bei dir bleiben. Vielleicht kann ich einziehen oder so. Haha, halt den Mund. Ja, nice. Oh, nice. Okay, cool. Ja, aber gutes Ende, ne? Ja. Gut, dann war's das aber mit dieser Folge von... Übernachtungsparty-Story, wie auch immer man das ordentlich übersetzt. Im Englischen klingt es cooler. Ja, da heißt es Slumber-Party-Story. Aber gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr Roblox gucken möchtet, dann verlinke ich am Ende von diesem Video nochmal eine ganze Playlist mit super vielen Roblox-Videos. Schaut auch bei Easy vorbei, da haben wir auch welche gemacht. Yeah, yeah, yeah. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!